zu den 3.333 Abonnenten auch angekündigt, möchte ein Skinpack releasen. Mein allererstes, by the way, auch. Ich habe noch nie ein Skinpack oder so gemacht. Und ja, es umfasst 11 Skins insgesamt jetzt, glaube ich. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Hey Leute und seid herzlich willkommen zur nächsten Folge Sora Games auf dem iFMC Server. Wir spielen heute die Map Fire Games 2, wie ihr seht. Ja, eine Map, die man sehr, sehr selten spielt auf Hive, weil sie wirklich fast nie gewotet wird. Und ja, es ist wieder fast eine Non-Premium-Runde grundsätzlich. Ja, ich hoffe mal, dass ich irgendwie Stuff kriege. Ich werde mal dann zu dieser Kiste da gehen und dann reden wir mal weiter. Denn ich würde gerne schon irgendwie Stuff kriegen. Ich wurde leider ein bisschen getargetet vorhin, denn ich habe gerade schon mal eine Runde aufgenommen. Na, ist ganz kurz gekriegt, sehr gut. Ich habe gerade schon mal eine Runde aufgenommen und habe am Anfang geschrieben, jo, ich nehme auf. Also ich habe einen Schreck geschrieben, weil mich jemand gefragt hat. War nicht so eine gute Idee, auf jeden Fall. Und da habe ich noch eine Kiste, oder komme ich dran? Aber hier gibt es eine Kiste. So, und dann ein Schwert. So, wie ihr seht, ja, ist ein relativ komisches Holzschwert, wenn man das so sagen kann. Denn ich spiele gerade aktuell mit dem Celtix V5 Resource Pack. Ja, das wurde mir empfohlen vom lieben Blocks LP. Da haben wir gesagt, jo, Multi, spiel nochmal mit dem. Und ja, das mache ich jetzt. Ja, okay. Und dann habe ich schon mal zwei Leute getötet. Deshalb spiele ich halt meistens auch Non-Premium, ganz einfach, weil dann sind die Chancen ein bisschen größer, dass man noch ein bisschen Leute killen kann. Gut, jedenfalls, ja, was ich ansprechen wollte heute war, ich wollte ganz einfach über mein Skinpack reden, denn ja, zu den 3.333 Abonnenten habe ich angekündigt, ich möchte ein Skinpack releasen. Mein allererstes, by the way, auch. Ich habe noch nie ein Skinpack oder so gemacht. Und ja, es umfasst 11 Skins insgesamt jetzt, glaube ich. 7 davon sind von Flutes Klo, also meinem Stream, kennt ihr den vielleicht. Also, oder Tassel, halt, nennt er sich immer auf den Test halt. Ich denke, einige dürften ihn kennen. Und ja, er hatte 7 Skins davon gemacht. Dann kommen noch 3 Stück von Nertex MC. Und noch einen, ja, ich weiß gar nicht. Der kam nämlich erst gerade jetzt vorhin noch rein. Ich weiß nicht genau, von wem da jetzt eigentlich auch bin. Da sind auch noch drin. Und es sind dabei nicht nur männliche Skins wie mich halt drin, sondern es ist auch ein Skin für Mädchen in dem Sinn drin. Oder ja, weiblicher Skin halt allgemein. Ist auch mit dabei. Also ja, auch die weiblichen Hive-Spieler oder nicht unbedingt Hive-Spieler, auch die weiblichen Leute sind da angesprochen. Ja, es könnt auf jeden Fall alle Skins verwenden und so weiter. Einfach so zur Info, ja, Skinpacks steht in der Beschreibung. Ich werde auch noch vielleicht ein kurzes Textdokument hinzufügen. Wo ich einfach die Leute verlinke, die halt die Skins gemacht haben. Aber wie gesagt, ich plane eigentlich schon sogar. Ich konnte eigentlich sogar ans 2000 Abonnenten Special mein eigenes Resource Pack veröffentlichen. Das kam dann zu 3000 Abonnenten am Ende. Und ein Skin Pack wollte ich auch schon echt extrem lange haben. Und ja, das kommt jetzt dann auch endlich mal. Und ja, mehr will ich euch echt gar nicht dazu sagen. Es ist eigentlich draußen. Link steht wieder gesagt in der Beschreibung oder sollte drin sein, falls ich es nicht vergesse. Und ansonsten konzentrieren wir uns heute wieder auf diese SG-Runde. Mal sehen. Denn ich habe echt extrem positives Feedback bekommen letztes Mal nach der letzten Runde. Die war ich auch wirklich sogar relativ gut, da ich hätte sie theoretisch gewinnen können. Diese könnte ich eigentlich auch gewinnen. Allein schon mit dem Stuff, den ich jetzt habe. Und vor allem, ja gut, es lebt auch kein Premium mehr. Was schon mal sehr, sehr beruhigend ist. Aber es ist nicht immer so, ich bin extrem angespannt, wenn ich auf Hive spiele und dazu aufnehme. Keine Ahnung warum. Aber gut. Ich meine, es ist jetzt erst meine zweite Runde von heute. Von dem her, man sehen, was geht und was man daraus rausholen kann. Aber in Hive Skills und einfach so etwas, das muss man üben und dann kommt man also schon ein bisschen rein. Und es ist natürlich schon geil, wenn ich bald mal noch einen zweiten Win oder sowas hätte. Ich habe wie gesagt einen Win bisher auf Hive. Mehr nicht, aber wie gesagt, es bockt wieder richtig auf Hive zu spielen in letzter Zeit, finde ich so. Es gab echt mal schon echt so Zeiten. Da habe ich gedacht, also, sorry man, warum gibt es Leute, die auf diesem Server noch spielen, aber und jetzt ist die Motivation jetzt wieder vollkommen zurück bei mir. Und ja, nee, ich weiß nicht, die FPS sind jetzt gar nicht mal so gut mit dem Resource Pack. Wenn ich das schon anschaue, ich habe immer so knapp 60, dann ja 90. Also gut, ich soll ja auch aufnehmen, deshalb habe ich immer 60 oder 90. Aber gut, trotzdem, ist nice auf jeden Fall, das Resource Pack, aber ich denke, ich werde nächstes Mal wieder Faithful oder so benutzen. Denn wie gesagt, das wurde mir vorgeschlagen vom Blocks LP und ich dachte mal, gut, ja, warum nicht? Einmal könnte man es ausprobieren. Und da ist einer. Oh, wow, oh, oh. Und ja, wie gesagt,
Ich bin auch einer, der seine Sourcepack ungern oft wechselt und auch den leider nicht gekriegt. Schade. Gut, der war voll Iron. Hat auch Steinschart, aber ich glaube, ich habe ihn echt auch gut gehittet. Dann so viele Herzen konnte er nicht mehr haben. Egal, Leute, ich würde sagen, wenn euch die Runde gefallen hat, dann würde ich mich sehr um eine positive Wertung freuen. Wie gesagt, Link zum Download von dem Sourcepack. Von dem Sourcepack. Ne, das Sourcepack könnt ihr auch bei Celtics runterladen. Aber zum Skinpack ist in der Beschreibung. Das wollte ich einfach gesagt haben damit. Und man sehen, vielleicht gibt es dann morgen oder übermorgen oder wann auch immer mal wieder ein bisschen eine bessere Runde. HFSG. Ich kann euch ein bisschen bemühen, ich ein bisschen aufnehmen. Denn so schlecht laufen tut es ja ganz gar nicht, ich meine. Man muss einfach dranbleiben und dann klappt das schon. Ich bin ein ehrgeiziger Mensch. Das wisst ihr auch. Und was wir noch machen können, ja. So, mal zurückgehen. The bank doors have been breached. What? Was war das? Okay, gut. Jedenfalls 55 Tokens haben wir ja noch. Okay, gut. Ja, wir sehen uns das erste Mal, Leute. Bei einem ersten Video. Wahrscheinlich morgen. Oh, naja, morgen früh wird es auch wieder Klickerios geben, ganz so find. Bis dann. Peace out. Hive und Peace out. SG und Peace out. Bis auf Family. Tschüssi.